Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und willkommen zu einem neuen Let's Play. Oder nee, sagen wir mal angezockt Video. Und zwar Mother Gunship. Ja, ein Ballerspiel aus dem Jahr 2018. Und der Montro meinte, ich muss das spielen. Und ja. Wir werden das so machen, das Tutorial werden wir alleine spielen und ich mache die Musik doch noch ein bisschen leiser. So, das Tutorial werden wir quasi alleine spielen und dann werden wir mal eine Runde zusammen mit dem Montro zocken. Aber erstmal Start. Is that them? Did we find the right ship? It's someone, Wilkinson. That's good enough for me. They'll do. Give them the armor. Listen, recruit, you may not remember much, but that's not really important to me. What is important is that we get you out of there. Get moving. Okay, ich, That armor you have is equipped with triple jump boots. We'll see about upgrading that more if you make it out alive. Okay, wir können hüpfen. Was ist das denn? Ja, ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass man abgefahrene Waffen zusammenbauen kann später. Und dass, wenn man stirbt, alles verliert. Und dass man das Tutorial alleine spielen muss. Das ist alles, was ich über das Spiel weiß. Lass uns einfach mal überraschen. Oh. Energy war das. Okay, okay, okay. Scheint auch irgendeine Kampfmaschine zu sein. So, öffne die Tür. Sensor show that there are a few turrets in the next room. Punch them in the face parts. Or anywhere really. Just punch them. Okay, ich dachte, es wäre ein Shooter und kein. Oh, den Lukas! Ui. Wirkt ein bisschen chaotisch. Ah, das hat der Montro auch schon gesagt. But you'll need a gun. In that shop there should be some gun parts and a crafting bench. Pick up the parts and activate the station. So, was haben wir hier Nettes? Ein Sockel. Wofür brauchen wir einen Sockelverbinder? Was haben wir hier? Kettenkanone. Das klingt doch schon mal nach meinem Geschmack. Pick up a gun part first. Ja. After that you can activate the crafting station. I'm not letting you out of there until you get yourself a gun. Your fists are cool, but not that cool. Querschläger-Mods. Nimm dir Waffenteile. Wie viel habe ich denn? Wie viel darf ich denn? Ah, wir haben 6, glaube ich, ne? 6 von diesen Coins. Und ich neige dazu, irgendwie. Kann ich das jetzt bauen? Ach, ich kann nur einen nehmen. Wie doof ist das denn? Dann nehmen wir alles einmal. Mal gucken, was wir daraus basteln können. Muss ich hier rangehen? Welcome to Joe's Arms and Armory Crafting Stations, where the only limit to your destructive capabilities is your imagination. The secret behind Joe's Crafting Station is in its unique mix of modular parts. It's like playing with blocks, just highly explosive. This is the gun you are crafting. The glowing arrows designate sockets you can select. Try selecting a socket now. Okay. When you select a socket, you have access to your inventory, where you can select parts. You have 3 tabs in your inventory. Connectors add more sockets. Yeah. Caps do funny things to your entire gun. And barrels? Well, those should be obvious. There are only 2 rules. First,
Parts have to physically fit where you want to put them. And second, barrels need to face forward. You can thank the insurance companies for that. Go ahead and try adding a new part now. Sehr gut. Läufe gehören nach vorne. Ja, ich muss doch jetzt irgendwas anfertigen, oder nicht? Ich verstehe nicht, wie ich was ankoppeln kann. Also wir brauchen, denke ich, mal einen Sockel, oder? Ich raffe es noch nicht. Muss ich da irgendwie mal einen Doppelklick zum Teil anbringen? Remove or rotate parts however you want. But keep an eye on your energy costs. Every part you add costs more energy to fire. So sure. Build a 40-barrel gun if you want. Just be prepared to only fire once before having to wait for the recharge. Man kann hier echt experimentieren. Querschlägermod. Ich weiß nicht, was eine Querschlägermod ist. Abprallen. Hab ich keine Ahnung. Ah, der kostet 4 Energie. Wir hatten, glaube ich, nur 6 oder so. Was macht der Querschläger? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen den einfach mal. Plus 1 abprallen. Das sind unsere Knifte, die wir uns selbst gebastelt haben. Mehr haben wir nicht, aber später gibt es noch mehr Teile, die man freischaltet. So. Don't worry, you'll get better at it. Munition braucht man nicht. Can you get that door open? I'm on it. Ach nee, die Energiebalken sind rechts irgendwie. Wir haben 3, 6, 9, 10. Okay. Nie mehr als 10 Energiebalken. So. Was gibt's jetzt auf die Nase hier? Collect any money you find. That's how we fund this resistance after all. It's also the only way you're getting a better gun. At least for now. Da kann man bestimmt abgefahrene Sachen bauen. Oh, falsche Taste. Wo ist das Geld? Ah, das ist das Geld. Das ist die Währung. Verdammt, ich hab's nicht eingesammelt. Wurde mir groß erwischt. Oh Gott, ich ahne, das wird chaotisch. So, we're looking for a self-destruct button. Should be easy to spot. Big, red, obvious. The archivists like to do things by the book here. That's your ticket out. Oh. Selbstzerstörungsknopf finden. Ah ja, jetzt müssen wir ein bisschen rumspringen. Oder auch nicht. Was ist das? Okay, jetzt haben wir Schaden zugenommen, bekommen. Da haben wir wieder einen Shop quasi, aber wir haben jetzt erstmal zwei Kniften. Lass uns erstmal Geld verdienen. You know, I wasn't expecting someone like you. Our intel said you were quite the soldier back during the invasion. I hope you're as good as the records indicate. Okay. Oh, da Goldtaler will ich haben. Uiuiui. Macht aber Spaß bisher. Ich will jetzt noch mehr Waffen bauen. Ah, Endboss? Ich wollte noch. Did you see how that last door had a skull in front of it? I do that to my office too. That's how you know I'm the boss. God knows why the aliens do it though.
Okay, ein Boss. Wir konnten jetzt nicht einkaufen. Schade. Ah, dann mal runter. Gibt's Boss-Moppe hier, Klöppe. Okay. Das muss man, glaube ich, reinhauen. Okay, wir kommen hier unendlich zurück, oder was? Whee! Oh, 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 oh. Scheiße. Wo bin ich? Fuck. Ich glaube, das Tutorial schaffe ich nicht. Verdammte Axt, ich brauche mehr Gesundheit. Oh, das war die Wand. Das ist heiß. Und ich glaube, wir sind gleich hin. Ja? Don't give up on a soldier. Back on your feet. Ja, lass mich weiter. Ich baller, glaube ich, zu wenig. Ich muss mehr ballern. Oh, ich bin in Lava. Scheiße. Oh, nee. Er lässt uns auch nicht weiter. Ich glaube, es ist das hier Ende hier, Gelände. More energy! Don't give up on a soldier. Back on your feet. Das ist, glaube ich, auch nur jetzt im Tutorial, dass wir quasi unendlich Leben haben hier. Wollen wir das einsammeln? I didn't think you'd run into anything that large, but you held your own. That's probably what the skull door was all about. Anyway, find that self-destruct button and get out of there. Jetzt soll man den Selbstzerstörungsknopf betätigen. Kann da nichts schief gehen, oder? Go right around. There should be an escape pod nearby. Hustle, soldier. Ah, wir können hier raus? Okay. Ja. Muss ich was steuern? Ich glaube nicht, oder? Doch, oder doch, oder doch, oder doch, oder nein, nein. Ich kann nur die Kamera steuern wahrscheinlich. Wir sind raus. Good work. You're not dead. We're sending a shuttle for you now. But there's no time to rest. Your work is just beginning. See those ships? Each one of them is an obstacle. Each one will be a battle that will test the very metal of the resistance. And each one will get us one step closer to our final objective. There she is, soldier. The heart of the Archivist fleet. That's the thing holding Earth hostage.
That's our target. That's the mother gunship. Ach, da oben. Verdammt. Die Kamera nicht bewegt. Oh, nein. Ja, ich glaube, das war das Tutorial. Welcome to your headquarters. Fully autonomous and isolated from the rest of the resistance. Just in case you're compromised. Okay, Hauptquartier freigeschaltet. That's Jasper, a loner AI who runs the ship. I'm Wilkinson from Tech Support, and I'm your on-site certified maintenance representative from Joe's Arms and Armory. Joe's Arms and Armory, gun-shaped solutions for alien armada shape problems. I've got three other totally non-expendable agents on other ships to onboard today, so I'll keep this brief. Get your missions from the missions console. And remember, there's no potty on board, because life expectancy isn't what it used to be. When you're ready, head on up to the bridge. There's a panel under that big globe you can activate to see your next mission. Okay, aber gibt's hier nicht irgendwie noch Waffen, wo ich weiter mich verbessern kann? Ist das hier ein Teleporter oder was? Nee, wir wollen nicht scannen. Waffenkammer ist gesperrt. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wir eigentlich benutzen die Missionskonsole. The resistance is about more than just destroying the mother gunship. There's an entire armada to destroy too. Select an archivist ship to choose your mission. Right now our scanners only pick up one within range. That won't always be the case. Hauptmission 2. Der Montro meinte eigentlich, wäre das ein kurzes Tutorial. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon durch sind oder nicht. War ja auch schon eine Hauptmission. Nur ein weiterer Tag auf der Arbeit. Ich glaube, ich warte hier nochmal auf den Montro und ja. Mit euch geht's, hier geht's gleich weiter mit Mother Gunship. Also, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Jetzt auch mit Montro. So sehen wir aus. Er geht auf die Moin Key. Moin. Hallöchen. Und er hat mir auch gleich gesagt, man kann hier so tolle Sachen machen. Dance Moves. Emojis. Emojis. Aber der Kniefall, der ist jetzt nicht so gut. Warte mal, dann mache ich das hier. Freedom! Yeah! Ich habe auch gar nicht gecheckt, so. Ich habe es geahnt, dass man in so einem Roboter drin ist. Irgendwie habe ich das nicht gereilt. Also, ich habe ja jetzt schon ein paar Minuten in diesem Spiel verbracht. Falls du irgendwas hast, weißt du nicht mehr weißt, wo du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann kann ich dir gerne helfen dabei. Ja, erstmal machen wir eine Mission hier. Zack, fertig. Genau, also entweder machen wir es. Ich weiß nicht, kannst du schon auswählen oder kannst du nur Story auswählen? Nö, Hauptmission. Okay, ja. Weil später gibt es dann auch so ein paar Schiffe daneben, da kann man dann noch ein paar Nebenmissionen machen, wo man ein bisschen gun parts to get Klamotten you started, farmen kann. Everyone likes options. You can only bring up few gun parts. Ups, jetzt quatscht er hier gerade rum. Warum habe ich so viele Sachen schon? Das scheint von mir and zu if sein. And if you die, you'll lose all the gun parts you've taken with you. Hast du? Avoid that. Aber das aussprechen. Ja, was meinst du? Lass mal kurz aussprechen. Hat sie bei mir. Hast du 46 Verbindungen, 64 Läufe und 24 Aufsätze? Nee, ich habe 14 Verbindungen, 12 Läufe okay, und 3 Aufsätze. Okay, okay. Also ich spiele mit meinem Kram und du mit deinem Kram, weil ich habe meinen Kram freigespielt und da kann ich dann ein paar legendäre Sachen mitnehmen. Später. Aber also ich kann nur mit. 3 Sachen mitnehmen? Sehe ich das richtig? Ja, ja, genau. Du musst jetzt auswählen, was du mitnimmst. Du kannst einen Verbinder mitnehmen. Da musst du halt gucken, du kannst einen größeren Verbinder mitnehmen und 2 Waffen zum Beispiel. Aber du kannst halt auch ohne Verbinder Waffen benutzen. Für den Anfang. Aber für später brauchst du halt für mehrere Module an den Waffen brauchst du einen Verbinder. Ja, die Aufsätze kann man erstmal weglassen, denke ich mal. Aufsätze sind erstmal soweit unwichtig, genau. Also wichtig sind halt 2 Waffen für rechts und links mitzunehmen und dann vielleicht noch einen Verbinder, dass du schon mal einen großen Verbinder hast. Muss mal gucken, wenn du so einen dreifachen Oval hast oder einen dreifachen Dreieck. Die sind verdammt gut. Ja, hier so ein 3 Sockel habe ich einen mitgenommen. Ja, genau, 3 Sockelarm, Dreieck oder Oval. Die sind ganz gut, weil da kannst du dann vorne 3 Waffen dran machen. Du musst halt auch aufpassen, in welche Richtung zeigt denn die Verbindung. Du musst natürlich nach vorne zeigen, wenn du schießen willst. Und seitlich, wenn du. Der hat einen seitlich, wenn ich das so sehe, einen nach oben und einen nach unten. Die Aufsätze.
seitlich sind für die Aufsätze. Du brauchst auf jeden Fall mehrere, die nach vorne zeigen, damit du halt auch mehrere Waffen dran tackern kannst. Dann habe ich nur Verbinder oval. Aber es ist für erstmal ist das nicht so ganz dolle Bild. Für den ersten Job ist das dann wichtig, dass wir dann irgendwie Waffen kaufen. Gut, dann baller ich da einfach Energiestrahler oder was kann man es empfehlen? Schwerer Blaster mixen? Oh, das ist eigentlich erstmal völlig egal. Das Energie kommt dann später. Oh ja, okay. Ich mach Hauptsache mal, ballert. Ja, Hauptsache ballert. Ich mach mal Blaster und schwerer Blaster. Now, as much as I'd like to, we can't just waltz over to the mother gunship. It's usually cloaked and shielded. Luckily, Wilkinson thinks she's got the answer to that. Most archivist ships have a data core at their heart. If I can get my hands on one of those data cores, then maybe I can also track so it for information. Your mission? We need intel about getting more intel about getting intel about cloaking. Get onto that ship. Get the data core. Good luck. Ich finde zum Beispiel Raketen nicht so ganz toll. Ja, muss man a foundry ship. Wahrscheinlich testen. I've never figured out what they build on these ships, but I know what you will build here. Character. Get it? Good. The data core should only be a few rooms in. It should be as simple as getting in, getting the core, and getting out. Nice and easy. Wie das Bauen funktioniert, weißt du? Oder hast du rausgefunden? Bisher ja. Also mit Tab kommst du in das Abbaumenü. Oder kannst du in den Menüs wechseln. Mit Leertaste kannst du dann auswählen und... Gut. So weit, so gut. Aber für so ein Ballerspiel ist ganz schön viel Gequatsch am Anfang. Ach so, du kannst auch direkt eine Waffe... Du kannst rechts und links Waffen dran tackern. Ach so, ich habe jetzt beide an einen. Du kannst beide an einen, du kannst aber auch rechts und links. Dann hast du rechte Maustaste, linke Maustaste, wo du ballern kannst. Ach, dann mache ich eine Ballertaste und eine Nahkampftaste. Ja, aber Nahkampf brauchst du nicht. Absolut nicht. Dann gehe ich nochmal zurück. Absolut nicht. Also das... es gibt keine Situation, wo... Wie kann ich das wieder auseinanderruppen? Genau, du kannst, wenn du Tab drückst, kommst du in den Abbaumodus und dann kannst du dann einfach doppelklicken, was du abbauen willst. Also für den Anfang kannst du dann immer zwei, wenn du zwei Waffen hast, kannst du gleich rechts und links jeweils eine Waffe haben. Weil wenn, okay, als du das gesehen Hammer. Hast, du hast ja linke Seite Lebensenergie und blauen Balken und rechte Seite einen blauen Balken. Ja. Das sind für die Waffenenergie rechts und links. Also wenn du jetzt die ganze Zeit schießt, siehst du, wie die Energie leer geht. Ach so. Die lädt sich wieder auf, ne? Genau, das lädt sich automatisch wieder auf und du hast es halt für rechts und links getrennt. Also wenn die linke Waffe leer ist, kannst du mit der rechten weiter schießen. Ja, ich hab im Tutorial habe ich zu wenig geballert. Ballern. Einfach gedrückt halten. Ja, bis die Munition leer ist, wieder warten, bis voll ist und weiter ballern. Am Anfang ist es noch nicht ganz so schwer, da denkt man sich so, oh ja, ist billig, aber das wird Boxkart. Wenn viele Gegner kommen. Jetzt weiß ich nur nicht, teilen wir uns Geld oder haben wir. Hast du auch drei Münzen und einen Erfahrungspunkt? Was sind Erfahrungspunkte, was sind Münzen? Das Lieder ist Erfahrungspunkte und Münzen sind das Gelbe. Ich habe eine Münze. Eine Münze nur, okay. Ich weiß aber nicht. Buy more gun parts here. But keep in mind, you can only bring a certain amount of gun parts. Also kannst du schon wieder neue Waffenteile kaufen. Well, genau. We have a plan for that, but your gun parts won't come along. Also, du hast... Hattest du schon einen Shop im Tutorial? Ja, ja. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob wir irgendwie tauschen können oder sowas. Oh, jetzt habe ich irgendwas gekauft. Shit. Ist doch okay. Aber wenn du jetzt nur eine Münze hast, weil ich hatte jetzt drei gesammelt gerade eben. Ja, hast du halt drei. Ja, nur, dass wir das irgendwie verteilt kriegen, weißt du? Ich weiß nicht, wie du das aufteilen willst, nachher im Gefecht. Ja, eben, deswegen möchte ich gerne rausfinden, ob es irgendwie gibt, dass wir tauschen können oder sowas. Ich guck mal ganz kurz im Menü nach, ob es da irgendwie eine Taste für Zeug gibt. Taste für... Münze fallen lassen, ja, gibt es. C. Mit C kann man Münzen fallen lassen. Ah. Hier gibt es aber leider nicht... Also hier gibt es einen Dreieckverbinder, den kannst du gerne kaufen. Der ist ziemlich gut, weil du halt drei Waffen direkt nach vorne strahlst. Den kann ich auch gleich anbauen, oder? Wenn du willst, kannst du den natürlich auch gleich anbauen.
Und ansonsten gibt es hier jetzt gerade keine schönen Waffen. Oder beziehungsweise nichts Schönes, was irgendwie lohnt momentan. Wer weiß, wenn noch mehr, wenn ich noch mehr Waffen finde, dann kann man die gleich ranbauen, weißt du? Ja, ja, genau. Deswegen, ich gucke auch immer so, dass ich halt guten Verbünder kaufe, wenn ich noch keinen habe und für später vielleicht schon die ein oder andere Mods. Well, 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 if it ain't the stuffy oh, Colonel. Mr. Clarky. Another starry-eyed you to their doom, I see. Hylas, you take your amphibious keister out of here. We don't have time to talk to you. Commander Hylas leads the flight squadron. They're attempting to take on the alien fleet head-on. Same way we've been trying since the beginning of this war. That's why the Admiral tasked me with finding an alternative. Ha! Is that what you think? The Admiral gave you this operation to keep you out of the way. Aus, quatsch nicht, wir beballern hier. Oh, was ist das denn hier? Wo ist der Feind? Oh oh, oh oh, Lava heiß. Ja, und geht halt nur einfach darum, in jedem Raum alle zu töten. Und dann im nächsten Raum, im nächsten Raum, im nächsten Raum. Hauptsache killen, ja. Hattest du schon einen Boss im Tutorial? Weiß ja. Ich jetzt gar nicht. Was war denn das für einer? Ach, irgend so, du warst in so einem Tunnel und das Ding kam immer näher auf dich zu. Okay. Hm, und das Vieh war das. Okay. Und da konntest du auch sterben quasi. Ja. Guck mal, hier ist eine Schienenkanone-Waffe. Sägeblattwerfer, wenn du möchtest. Sägeblattwerfer klingt scheiße. Dann nehme ich den. Dann nimm du die Schienenkanone hier, die ist ziemlich cool. Hier. Oder hast du anderes Zeug? Inwiefern anderes Zeug? Nee, ich habe auch dasselbe, ja. Okay, alles klar. Ich weiß bloß nicht, wie stark die ist. Ja, die, alles ist. Egal was. Also Hauptsache Waffe dran. Kann ich dir sagen. Okay. Du kaufst schöne Waffen und spielst mit denen. Also die Missionen sind meistens nicht so lang, dass du sagst, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich noch Platz habe und so. Sondern kaufen, ballern. Also nicht hier wie, ach jetzt, Nein, MacWarrior oder so. Du musst nichts aufheben oder so. Haben wir da noch einen Verbinder irgendwo liegen? Verbinderbox 3? Verbinderbox, also ein Vierer-Verbinderbox haben wir noch. Ja gehen. Gut, den nehme ich mal. Also so lange sind die Missionen nie, dass es sich lohnt jetzt zu gucken, hebe ich das auf oder sowas, sondern du kaufst, was du nimmst und dann spielst du mit dem Zeug die Runde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht mehr, wenn wir nicht im Tutorial sind, wenn wir da sterben quasi, verlieren wir auch die Waffen. Verlieren wir alles, was du gekauft hast und auch das Geld? Ja, alles. Aber das Geld ist sowieso, das sammelst du jede Runde neu. Ach, das verschwindet auch wieder oder was? Naja, du hebst es auf, da gibt's so ein, kann ich dir nachher zeigen, auf dem Schiff gibt's so einen Schwarzhändler, so einen Schwarzmarkttypen. Da kann man dann alles Geld, was man nicht verbraucht hat, in da reinstecken. Aber du sammelst in jeder Runde, sammelst du neu. Wo müssen wir lang? Hier hinten. Ah. Also du fängst immer wieder von vorne an. Das, oh, Lava, oh, scheiß Lava. Das Lilane sind Erfahrungspunkte. Die musst du halt sammeln, um Level aufzuschreiben und dann kannst du hier so Sachen wie mehr springen. Okay. Thanks, Wilkinson. Schutzschild und sowas bestimmt auch noch. Lebensenergie springen und wie schnell man läuft. Now he just cares about publicity moments and scoring paid endorsements. Remember, flight squadrons don't make you cool. That's what sunglasses are for. And leather jackets. We're all on the same side, Colonel. Das ist halt das, was ich an den Spielen liebe. Das Ding ist komplett auf Movement. Du kannst in der Luft denken. Range, Doppelsprünge, 50 Kilometer. Darum geht's halt einfach. Du kannst halt einfach rumlaufen, willst ausweichen. Ich habe gerade nur die Hälfte verstanden. Irgendwas mit Movement und genau. Darauf ist, stehst du. Das ist das Wichtigste in dem Spiel hier, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Bewegen, 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 rumrennen, Zeug machen. Also ein bisschen wie bei Doom, ne? Oh, Heilung kostet aber 2.
Schneller Blaster. Ich habe kein Geld mehr. Haben wir da noch eine Waffe? Hätten wir noch. Hast du noch einen Coin? Nee, gerade gekauft. Ah, okay. Damit ich jetzt den Dreier-Slot Feuer voll habe. Kettensägen-Power. Ja. Meistens haben die Räume mehrere Ausgänge, aber ich habe jetzt festgestellt, es ist völlig egal, welchen Ausgang man nimmt. The data core should be there. For how badly we're losing this war, these archivists are pretty predictable. They're only winning because they cheat. The Admiral told me that himself. Das war's schon? Toll. Brauchen wir ja gar keinen Shop. Ah, hier unten. Oder? Ja, hier unten. Gab auch nur ein Coin. Ganz schön geizig. Ja, sag ich dir. Oder unten. Ah. Ja. Hier, solche Dinger liegen auch immer mal wieder rum. Das ist hier Waffenenergie Maximum für die Runde, aber nur. Ja. Und das gibt's noch mal für Leben. Ja, also Leben hatte ich gerade eingesammelt. Maximale viel Munition zu wenig. Und einmal maximales Leben. Aber das gilt immer nur für die Runde. Hey, good job, not dying. The mother gunship is constantly deploying new kinds of threats against us. No one has seen them all yet, except the Admiral, perhaps. Yes, the Admiral has seen everything. You know, they say the Admiral ripped off the arm of a spider tank and javelined it into the eye of a bloater. There's a true Olympian for you. The thought of that just warms my jaded heart. Aber seinen Anzug kann man nicht mehr anpassen, ne? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich hab's nicht gesehen, wenn dann. Okay, das wäre auch noch geil. Das sieht schon mal scheiße aus. Musst du nehmen. Was muss ich nehmen? Das da, das Gelbe. Ach so, ich dachte, das wäre der Gegner. Leider, nee. Sieht ziemlich cool aus, aber ist nur der Datenkern. Verdammt. Ja, der Typ im Hintergrund sieht ja richtig fett aus mit seinen Bewaffnungen da, aber... Ja, so kann man halt aussehen. Ah, so erst so ein, der hat so ein Doppel-Erst genommen und dann darauf noch also mal das, was. Also das rechte ist dreifacher Oval-Verbinder und dann ist da ein Verbinder und dann dreifacher Dingsbums-Verbinder und dann kommt Waffe, Waffe, Waffe. Vor allem das dicke untere Rohr sieht Hammer aus. Ja, das Teil ist echt super stark. Aber das kriegst du alles so nach und nach. Ich habe eine Münze, ich bin der Hardcore. Das wird dir hinterher geworfen. So, anderer Spieler bereit. Ja, zum Hauptquartier und der nächste Mission. Genau. Aber die war ja noch zahm. You're back and you got the data core. Wilkinson, can you analyze that thing for information on the cloaking device? Of course I can. Just a moment. Jasper, analyze that data core. You don't get credit for analyzing something if you just tell me to do it. Just analyze it. Hmm. This is interesting. Oh. Oh no. Oh dear. What's happening, Jasper? This is terrible. What did you bring back? Scheiß Werbung. The core was compromised. I've been infected. Infected with what? Ich finde die Story auch ganz super. Also die ist halt lustig gemacht. I want a free vacation. Please. Kriegst du auch gerade diese ganzen Meldungen? Vitamins? Everyone loves vitamins! This might take a while to fix up. God knows what it's messed up. Guys, I feel awful. I didn't know AIs could have headaches. And there doesn't even seem to be any actual data on this data core either. Good heavens! Then that intel is rubbish! Recruit, go find a better intel. Are you sure that's a good idea? Who knows what problems that one will have? Of course it's a good idea. They can try out the new armory while they're at it. Sure. Let's break everything around here. Just unlock the door to the armory wing, Wilkinson. So, einmal zum Waffenlager, bitte. Wo gibt's denn hier ein Waffenlager? Nee, das war kein Waffenlager.
Wie viel Coins hast du jetzt? Was muss ich jetzt hier machen? Benutze das Waffenlager, ja will ich ja doch. This is your armory. This is where you can upgrade your armor. Add jumps, add abilities. You can do a lot here. As you destroy aliens, you will collect XP. Each time you fill the XP bar, you're awarded another upgrade point to use in the armory. Many things can be upgraded multiple times, but keep in mind that you can only pick a single selection from each category. But don't worry, you can always downgrade halt your choices up, ne? And choose again if you want to activate rein. Something else. Jo. Hab leider nur ein. Joa, das ist ja. Das kommt ja, ne? Okay, back to work. Head to the mission console. We've got things to talk about. Jetzt habe ich aber komischerweise 9 Coins, also 9 mal Geld. Mhm, okay, weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Jetzt müsstest du eine Nebenmission machen, glaube ich, ne? Ja. You can target the smaller alien ships to help acquire the gun parts. Also man könnte jetzt zum Beispiel Nebenmissionen machen und farmen. Sometimes you have to save up to take on the main objectives. Dann machen wir erstmal die Nebenmission, oder? Ja, können wir gerne machen. Musst du mal gucken, bei den Nebenmissionen gibt es immer so Besonderheiten. Ja, gibt es Verbindungen oder... Nee, das ist meine Beladung. Genau, das kriegst du jetzt. Das ist die Ausrüstung, die du jetzt vorgegeben kriegst für den Anfang und den Rest müssen wir uns erarbeiten. Na gut, dann Feuer frei. Sometimes our contract with Joe's Arms and Armory requires the use of certain parts. It's really whatever their marketing department is pushing that day. You don't have to use them, but you have to bring them with you. Ach so, ich muss ja drücken. Mission starten. In der Übersicht hast du auch oben rechts eine Totenkopfanzahl. Das ist das Schwierigkeitsgrad vorm Level. Ja, und jetzt habe ich 0 Coins und 0 Erfahrungen. Genau, okay. Richtig, genau. Du fängst jede Runde fängst du neu an. Aber du übernimmst das auf dein großes Schiff. Und jedes Mal neue Waffen anbauen. Genau. Du startest ja immer mit unterschiedlichen Loadouts. Du musst die Querschläger-Mod an den Raketenwerfer machen, das ist lustig. Mach ich gleich. Ah, toll, so wie ich das gebaut habe, geht's nicht. Muss ich erstmal das abreißen. Ja, das kommt halt auch noch. Platz muss auch da sein. So, auch wenn es ein bisschen länger gedauert, ich hab's jetzt so. Alles gut. Hingekriegt. Ja, hier, alles gut. Die Rakete ist ja scheiße. Was ist das für ein Scheiß? Das ist super gut. Ja, von hier, guck mal. Man kann ganz schnell schießen. Vor allem über Bande, ja? Ja, ne? Yes! Dann Bedrohungsstufe 2.1. Sind das wir oder sind das der Gegner? Genau. Das ist der Gegner. Gut, dann ist es, wird es ein Kinderspiel. Ja, wo sind sie hin? Alle tot. Ja, hier ist eine Arena. Da gibt es immer eine Bedingung, die wir erfüllen müssen während des Kampfes. Ist immer unterschiedlich. Überleben? Was ist diesmal aus? Na, das kann auch sein, dass man nur überleben muss, aber in den meisten Fällen muss man auch Sachen machen. Okay, das ist zum Beispiel nur Überleben. Das ist doch gut. Was müsste man sonst noch machen? Du darfst zum Beispiel in der rechten
Ich verstehe dich wieder nicht, scheiße. Nein. So, was wolltest du sagen? Unterschiedliche Sachen können sein, nur rechts schießen, nur links schießen, nicht getroffen werden und sowas. Okay, dann holen wir uns gleich mal eine neue Waffe, neues Spielzeug. Was möchtest du? Möchtest du eine Flinte oder möchtest du so ein Maschinengewehr? Ich nehme das Maschinengewehr. Hört sich schon mal gut an. Wenn du noch Geld hast, kannst du hier noch die Goliath-Mob mitnehmen. Nee, ich hab 0 Coin, ich hab mal einen gefunden. Okay, alles klar. Aber die Goliath-Mob ist auch sehr, sehr gut. Das ist ein Dreifach-Coin. Okay, jetzt kommen wir zurück? Nein. Nee, wir kommen leider nicht zurück. Das ist der einzige Haken an der Sache. Das ist aber Schiss. Jetzt könnten wir einkaufen. Wo ist der Feind? Was? Nein! Da ist ein Coin, verdammt! Oh, oh, ich bin wieder ganz runtergefallen, scheiße. Ah, ich bin jetzt nicht gut. Ich häng das hier dran. Ich kann schießen. Super cool. Ah, was ist los? Da ist der Gegner. Stopp, stopp, da muss ich hin. Oh, ach da. Nein, ich wollte nicht hoch, verdammt! Ich bin da, ja. Nimm das, du Ratte! Na, was schießt denn jetzt noch wieder? Irgendwas schießt Raketen. Das hört ja gar nicht auf hier. Da ist hinter dir noch einer. Oh. Jetzt bin ich ganz runtergefallen. Meine Güte. Ich weiß noch gar nicht, was, was Feind ist, was Deko ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig abzuhalten, Schwimmer. Ganz so, oben war, glaube ich, ein Ausgang, ne? Da oben sind die Ausgänge, ja. Da ist noch ein Shop, nein, 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 oh. Hüpfen ist nicht meins. Du kannst in der Luft lenken. So. Stehe ich hier. Ja, da vorne ist doch der Ausgang. Gehst du am besten nochmal in den Shop gucken, was es da für eines gibt. Aber solange ich lebe, oder dann kommst du wieder, weiß, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich spiele das auch zum ersten Mal zu zweit. Verbinder lang. Der Laser da hinten ist ganz gut. Gekauft. Ich bräuchte aber irgendwie... Goliath-Mod noch mitnehmen, die ist ganz gut. Wo hast denn die gesehen? Hinter dir. Da. Ja. Wenn du magst, Raketenwerfer kannst du noch mal
Nee, wo war der? Jetzt muss ich das irgendwie nur alles zusammenfrickeln. Da ist noch ein Zweifachverbinder. Da kann man auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen länger machen, die Waffe. Also, Zweifachverbinder? Der lange da. Du weißt, dass du Sachen drehen kannst, ja? Wie denn? Mit Rechtsklick kann man Sachen drehen. Nee. Egal, ich muss ja erstmal fertigen. So. Wahrscheinlich erstmal wieder auseinanderbauen. Muss ich wahrscheinlich erstmal so einen Verbinder nehmen. Dann den langen. Lebst du noch? Ja, ja, dann den langen, glaube ich, hier. Dann glaube ich. Okay, du hast vergessen, glaube ich, die Tasse zu drücken, oder? Ja, habe ich vergessen. Mini-Raketenwerfer. was war das denn? Da passt doch. Siehste. So, der ist fertig. Nein, Katze, ich habe keine Zeit. Ich muss ja machen. Siehste, passt. Zack. So, da habe ich. Nein, Katze. Schon mal gut ausgestattet. Böse Katze. Kommst du wieder? Nein, Katze. Scheinbar nicht. Scheiße, Katze. Kannst du da irgendwas. Warte, dreh dich mal um. Komm mal auf das Terminal, kannst du da was drücken? Oh, 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 kann ich dich da. Jo, ich bin wieder. Ja! Das ist ja cool. Hui, weiter geht's. Noch gar nicht so weit. Lass doch mal. Uhuhu! War's das schon? Das war's schon wieder. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendwas getroffen habe. Sicher? Ja, hier ist nichts mehr. Katze? Nee, ich bin schon im Shop, deswegen. Kannst du dir was kaufen? Ich muss ja ein bisschen aufholen. Hast du noch Geld? Ja, ich lasse dir mal einen Coin fallen. Ja. Mehr habe ich nicht. Okay, dann. Hä? Wieso kann ich das nicht kaufen? Ich möchte dies kaufen. Kauf doch! Ach, jetzt geht's wieder. Au! Kann man sich gegenseitig verletzen hier, ne? Irgendwas habe ich gerade Schaden gekriegt. Echt? Das Einzige, wo du mal aufpassen musst, es gibt immer solche Räume hier. Oder solche Ecken hier. Manchmal übersieht man die ganz schnell. Da gibt's halt immer nochmal einen Bonus. Kostenlos. Flammenwerfer. Nee, ist ein Repeater-Mod. Okay, nimm ich. Also wenn du jetzt noch Platz hast, könntest du die jetzt noch anbauen, wenn du willst. Nee, bin voll. Ich brauch Verbinder, wenn oder so. Und los geht's! Wir werden verfolgt! Scheißviecher. Haben wir alles? Und am besten immer in der Luft sein. Springen ist super wichtig. Also die ganze Zeit versuchen, möglichst lange in der Luft zu sein. Stehen bleiben verliert. Och man, ich stehe doch gerne. Hast du eine Münze gekriegt? Irgendwie ja. Frag mich aber nicht wie. Kann ich die vielleicht haben? Oder ist hier irgendwas für dich noch dabei? Ich bin ja. Ach nee, hier komm, nimm du. Hier. Nimm die Münze.
Aber ich glaube, Sinn des Spiels habe ich verstanden. Einfach durchlaufen, ballern. Ballern. Nehme ich das mit. Wo bist du da oben? Okay. Ja, ja. Hier ist ja wieder eine Arena. Gucken, was wir diesmal machen müssen. Vernichte keinen Gegner. Also erstmal 30 Sekunden rumlaufen. Ach so, ich habe keine überlesen. Nein. Aua. Du hast was getötet. Was? Ich hab noch nicht mal einmal geschossen. Ich glaube, die Explosionsfässer. Da kann man jetzt noch rumballern hier. Ich habe versucht, irgendwas auszuweichen, aber... Ein Dreiverbinderarm. Der ist richtig gut. Nimm den mal mit. Und Stachelkugelwerfer, den kenne ich auch noch nicht. Dreiverbinderarm. Was? Verbinder 3.1. Das heißt, der geht nach oben irgendwie, ja? Ja, genau. Den nehme ich auch mal mit. Ich überlege. Kann ich das noch besser modden? Ach scheiße, den hast du jetzt mitgenommen. Haben wir hier noch irgendwie... Einfach verbinde, aber so. Ob mir das jetzt bringt. Oh, es funktioniert. Zwar richtig scheiße aus, aber egal. Ah, fuck. Das ist ja crazy. Ja, das macht auch super viel Spaß an dem Spiel. Rumexperimentieren. Das sieht scheiße aus. Das habe ich schon mal. Was hast du denn da? Das ist geil. Der Hammer, oder? Ich habe ein riesen Stück Fleisch an meinem Spieß. Der schießt sogar beschissene Kugeln. Los, lass uns da was töten, ey. Aber hier sind schon mal mehr Räume, ja? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir die Story ein bisschen weitermachen, kommen wir dann auch auf jeden Fall in die Höhle. Haben wir hier alles? Achso, und du hattest gesehen, die Gegner lassen auch Erfahrungspunkte und so einen Kram. Ja, zwei, alles, ne? Einsammeln, was es gibt. Ja, genau. Achso. Oh ne! Lebt noch was? Hier ist war noch was. Jetzt ist, glaube ich, alles tot. Ah. Also hier oben ist noch was mit einem Würfel links. Was ist das? Ja, das sind so Zufallsräume, wo immer irgendwas Besonderes drin ist. Aber ich habe den Sinn von den Dingern irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Weil es ist nichts Besonderes, was du kriegst, sondern es ist einfach nur so ein Raum. Ah, ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, einen Stachelkugelwerfer. Ah, das Ding ist halt nur riesig, ne? Ja, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich find's nur kacke, dass ich die Waffen immer von hinten sehe. Ja.
So, jetzt pass auf, was ich gebaut habe. Ja, ich muss erstmal hier die an der Katze vorbeigucken. Weil Madame hat langsam Hunger und ist genervt. Also musste warten, Katze. Musste leider warten. Oh, warte, ich habe noch was Besseres, glaube ich. Oh yeah, das ist super. Was ist denn jetzt gemacht? Ach, noch ein Unterlauf. Ich hab das doppelt. Sag ich zwei von den Dingern. Ich mach jetzt doppelt Raketen, so. Wollen wir trotzdem nochmal in diesen komischen Raum rein? Zufallsraum? Ja, also wir können gerne in den Würfelraum rein. Das ist halt immer irgendwie Säureboden, Feuerboden oder irgendwas Besonderes in dem Raum. Aber es gibt halt nie wirklich so richtig Belohnungen dafür. Deswegen habe ich den Sinn dieser Räume noch nicht so ganz verstanden, warum man jetzt so einen statt einen normalen nehmen soll. Ah, gucken wir einfach mal. Ja, das zeigt schon was mit Hüpfen an, das gefällt ja, mir nicht. Ja, der ganze Boden ist sprungfertig. Das Problem ist, ich hätte mal irgendwie alles leiser stellen sollen, weil... Der macht doch noch schnell. Nee, wenn du... ja, kann ich noch schnell machen, aber... Wenn wir ballern, bist du irgendwie zu leise. Ja, das Spiel ist halt verdammt laut, ne? Aber wenn man ballert, muss es ja auch laut sein, oder? Schon wieder kaufen? Ich weiß schon gar nicht, ob man es kaufen soll. Ja, musst ja nicht. Vielleicht noch eine Mod, wenn du was hast, wenn... Also ich habe jetzt noch ein bisschen gebaut. Ich habe jetzt schon wieder ein neues. Ja, ich habe was. Man muss es ja irgendwie machen, oder? Du musst nicht unbedingt. Klar. Also wenn du ein bisschen Geld hast, gib her. Ich nehme gerne noch ein bisschen was. Ich habe danach noch was. Kann ich dir gleich geben, warte. Voll bin ich immer noch nicht. Sprichst du nicht mehr? Ja doch, ich überlege gerade, wie ich die scheiß Waffe weiterbaue. Ah, verbaut. Wissenschaftlich. Irgendwie. Ja, ansonsten ist halt nicht so schlimm, dann bleibst du halt bei dem... Muss ja nicht bis ins Kleinste perfekt. Ja, dann nehme ich das so. Warte mal, ich gebe dir mal ein... Warte mal, willst du noch Coins? Okay, ja, gerne. Okay, mächtig Badabum. Jawohl. So, wo jetzt hin? Ich hab... Hier unten war eine Arena wieder. Hier unten ist wo? Ach da. Hier. Immer noch kein Endgegner. Nee. Nee, die Dinger haben auch keinen Endgegner. Erledige 40 Was? Keinen Schaden. Keinen Schaden kriegen. Wie soll ich das hinkriegen? Ja, das ist echt nicht einfach. Geschafft. Ging doch einfacher als gedacht. Ja, wir haben den Raum so schnell. Das ist richtig. Das ist verdammt stark gerade.
Wir sind gerade übelst stark. Ah, du hast gerade 3 Coins gekriegt, ne? Genau. Mhm. Ja, ich nicht. Das kriegt immer nur der, der quasi das annimmt. Ja, ja, aber wir können ja die Coins tauschen. Ja, brauche ich aber gerade. Ich habe ja 2. Weg, Mann. Das ist letzter Raum. Letzter Raum! Wo sind Feinde? Kugeln sind eigentlich voll scheiße. Ja. Ich versuche die auch zum Teil auszuweichen, was eigentlich keinen Sinn macht. Weicher. Ja, mächtig badabum. Euer easy. Aber es geht noch weiter. Nee, das ist jetzt der letzte Raum. Also hier musst du den Knopf drücken und dann ist vorbei. Selbstzerstörung. One more victory for the resistance. Alles, was du jetzt gekauft hast, hast du jetzt halt im Inventar und kannst auswählen. Mann, oh Mann. Stufenaufstieg! Ja, kannst du wieder einen Punkt verteilen, wa? Jo, machen wir auch gleich mal wieder. Wenn ich da bin, wo bin ich denn? Wo bin ich? War ich hier richtig? Nee, ne? Hier auf der anderen Seite. Genau. Also wenn du hier guckst, hier gibt es auf jeden Fall noch irgendwie Waffenlabor. Was wohl irgendwie noch wichtig ist, das habe ich auch alles noch nicht freigeschaltet. Da weiß ich auch nicht, wie es das ist. Ich gehe erstmal auf Gesundheit. Kann ich noch nicht einen Punkt drin. Ich bin nur über Sprünge und Bewegung. Ich habe gleich 2 reingeballert. Gut, aber ich glaube, wir machen hier erstmal einen Break. Das Video ist schon lang genug. Wir haben uns, denke ich mal, jetzt einen guten Einblick in Mother Gunship gegeben. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Auch gerne bei Montro. Jo, macht der Montro überhaupt noch Videos? Momentan nicht. Dann hinterlasst da erst recht mal einen Kommentar und schreibt, Montro, mach mal wieder Videos. Dann gerne. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.